Im Krieg zwischen Israel und der Hamas hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu heute betont, es werde keine Feuerpause geben, bevor nicht alle verschleppten Geiseln frei seien. Genau das sagte er nach einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken, der schon zum zweiten Mal seit Beginn des Krieges nach Israel gereist war. Ja, das israelische Militär spricht von einem komplexen städtischen Kampf. Die Soldaten hätten Gaza-Stadt umzingelt. Die Infrastruktur der Hamas werde zerstört, ober- und unterirdisch. Der Chef der libanesischen Hisbollah-Miliz, Hassan Nasrallah, drohte heute unterdessen mit einer weiteren Eskalation, abhängig davon, wie der Krieg im Gazastreifen weiter verlaufe. In der nordisraelischen Stadt Kiryat Shmona schlagen Raketen ein, nicht aus dem Gazastreifen, sondern aus dem Libanon. Seit Wochen ist Israel in Alarmbereitschaft für einen drohenden Flächenbrand. Direkt hinter der Grenze sitzt die mächtige Terrormiliz Hisbollah, die vom Iran unterstützt wird. Ihre Anhänger versammeln sich für eine Fernsehübertragung in der libanesischen Hauptstadt. Hisbollah-Chef Nasrallah wendet sich das erste Mal seit Kriegsbeginn an die Öffentlichkeit, preist die Hamas und droht. Die Angst vor der Möglichkeit, dass diese Front eskalieren oder in einen breiteren Krieg führen könnte, ist realistisch. Es ist eine Möglichkeit, die eintreten kann. Der Feind muss sich auf dieses Szenario einstellen. Vom unmittelbaren Beginn einer Großoffensive der Hisbollah gegen Israel spricht Nasrallah nicht. Die Spannungen steigen trotzdem. Seit Wochen schießt die Hisbollah täglich Raketen auf den Norden Israels, bisher jedoch in geringem Maße im Vergleich zum 150.000 Raketen umfassenden Arsenal der schiitischen Terrormiliz, die deutlich mehr Kämpfer und Waffen hat als die Hamas. Auch deshalb ist der US-Außenminister Tony Blinken zu Besuch in Israel. Die USA möchte unter allen Umständen eine Eskalation mit der Hisbollah, geschweige denn dem Iran, verhindern. Wir sind entschlossen, die Eröffnung einer zweiten oder dritten Front in diesem Konflikt zu verhindern, mit praktischen Maßnahmen wie etwa der Stationierung zweier Flugzeugträger-Kampfgruppen. Gleichzeitig drängt Blinken beim israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu weiter darauf, zivile Opfer zu minimieren und mehr humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen. Wir denken, dass jede dieser Bemühungen durch humanitäre Pausen besser vorangehen würde, mit Verabredungen am Boden, die die Sicherheit der Zivilisten erhöhen und die effektivere langfristige Lieferung von Hilfsgütern ermöglichen und um ein besseres Umfeld für die Befreiung der Geiseln zu schaffen. Doch Netanyahu ist skeptisch, ob das so einfach funktionieren kann und knüpft jegliche Feuerpausen an eine Bedingung. Ich habe deutlich gemacht, dass wir mit aller Macht weitermachen und dass Israel einen vorübergehenden Waffenstillstand ablehnt, der keine Rückkehr unserer Geiseln vorsieht. Mit aller Macht schreitet auch die Bodenoffensive im Gazastreifen weiter voran. Das israelische Militär spricht davon, Gaza-Stadt umstellt zu haben, den Brennpunkt der Hamas. Dort vermutet die Armee die meisten Tunnelanlagen und Stellungen der Terrororganisation. Und aus Washington zugeschaltet unser USA-Korrespondent Michael Wöhlenweber. Michael, Antony Blinken in Israel vertritt natürlich die Ansicht auch von Joe Biden. Aber warum drängen die USA immer noch so sehr auf diese Feuerpause? Es hat mehrere Gründe. Zum einen wollen sie natürlich Zeiträume schaffen, um tatsächlich dann auch Geiseln rausholen zu können, wenn Hamas darauf eingeht. Das hat es schon gegeben bei der Befreiung bzw. Freilassung dieser 2x2 Geiseln. Da hat es solche Feuerpausen auch schon einmal gegeben, unbeobachtet von der Öffentlichkeit im Übrigen. Das ist das eine, aber vor allen Dingen auch, um humanitäre Hilfe reinzubringen, denn hinter mir im Weißen Haus ist man überzeugt, dass man diese Bilder nicht lange aushalten kann aus dem Gazastreifen, dass die Stimmung kippt, nicht nur international, sondern vielleicht dann auch im eigenen Land. Wir haben hier Proteste, wir haben hier auch antisemitische Proteste, die virulenter werden. Darauf gilt es mehr oder weniger auch Rücksicht zu nehmen, auch in der eigenen Partei, bei den Demokraten zum Beispiel. Also Joe Biden drängt ganz massiv und glaubt, dass man das nicht lange so weiter aushalten kann. Anthony Blinken hat das ja auch beschrieben auf seiner Pressekonferenz.
Konferenz. Er sprach ja davon, dass sofort solche Möglichkeiten geschaffen werden müssen, um Hilfe hineinzubringen. Das ist nicht das, was Benjamin Netanyahu gesagt hat, dass er Waffenstillstände vorübergehender Art ablehnt, bevor nicht Geiseln freigelassen werden. Jetzt könnte man darauf rumschmecken, was ist ein Waffenstillstand, was ist eine Feuerpause. Eine Feuerpause, sicherlich etwas Kleineres, Kürzeres als ein vorübergehender Waffenstillstand. Nichtsdestotrotz, der Dissens zwischen Israel und den USA ist glasklar. Die Amerikaner machen Druck, massiven Druck auf die israelische Administration, auf die Vorschläge einzugehen, mehr Hilfe zuzulassen und vor allen Dingen nicht solche Bilder zu produzieren, wie wir gesehen haben, dass Kinder aus Trümmern herausgezogen werden. Das sind genau die Bilder, die die amerikanische Öffentlichkeit, die die internationale Öffentlichkeit auf Dauer nicht ertragen wird. Michael, ganz herzlichen Dank für deine Analyse vor das Weiße Haus in Washington. Ja, und in Deutschland, da blickt die überwiegende Mehrheit der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger laut dem ARD Deutschlandtrend mit großer Sorge auf den Gaza-Krieg. 74% geben an, die Geschehnisse im Nahen Osten bewegten sie stark oder sehr stark. 22% dagegen bewegen die Ereignisse laut dieser Umfrage nicht. 81% machen sich in der Befragung des Instituts Infratest DIMAP Sorgen um die von der Hamas entführten Geiseln. Und rund 2/3 sind besorgt über die Lage der israelischen Zivilbevölkerung. 72% über die Situation der Palästinenser. Etwa 8 von 10 Befragten fürchten eine Ausweitung des Konfliktes in der Region. Und wir schalten zu Paul Ronsheimer in Tel Aviv. Paul, wieder ein Tag mit extrem dynamischen Geschehnissen an vielen Orten. Fangen wir mal an mit dem Chef der libanesischen Hisbollah, Hassan Nasrallah. Der hat sich heute zu Wort gemeldet. Die Welt hat zugehört. Er hat konkret nicht mit einem Angriff auf Israel gedroht. Aber wie brisant bleibt auch nach seinen Worten dennoch die Situation? Also die Lage bleibt natürlich brisant, denn wir haben da ja in den vergangenen Tagen immer wieder Beschuss erlebt. Und natürlich ist es theoretisch weiter möglich, dass Hisbollah hier in den Krieg noch intensiver eingreift. Aber wenn wir rein seine Worte betrachten, kann man sagen, das ist offenbar kein Interesse an einer weiteren grundsätzlich großen Eskalation gibt im Sinne, dass Hisbollah den Krieg jetzt noch weiter anfeuern könnte. Er hat nämlich gesagt, er sei nicht informiert gewesen zum 7. Oktober und er hat gesagt, man stünde bereit, falls es eine Ausweitung gäbe. Aber das bedeutet im Umkehrschluss eben auch, dass momentan zumindest Hamas alleine kämpft. Paul, wie ist die Situation aktuell auch für dich in Israel? Es gibt weiterhin Beschuss in verschiedenen Regionen, in verschiedenen Städten des Landes. Welche Informationen hast du? Es gab gerade die Nachricht, dass die Schaltposition, also da, wo viele Journalisten morgens, nachmittags, abends eben live berichten, dass die beschossen worden ist mit Raketen. Das ist auch die Position, wo Tatjana Ohm immer wieder ist, wo auch ich bin, in Sderot. Und dort ist eine Rakete eingeschlagen. Wir hören, dass mehrere Autos von Journalisten dort beschädigt worden sind dadurch. Die Journalisten hatten nur 30 Sekunden, um in Sicherheit zu gehen. Und das Raketenteil ist tatsächlich fast direkt dort eingeschlagen, wo die Kameras normalerweise stehen. Also wir erleben in diesen Stunden auch wieder, wie gefährlich die Situation für Journalisten werden kann, hier insbesondere direkt an der Grenze zu Gaza, dort bei Sderot. Und was hört man da aus den USA? US-Außenminister Antony Blinken ist ja noch zu Gast in Israel. Wie bewertest du seinen Besuch? Was sagen die Israelis? Und insbesondere hat er noch einmal eine Feuerpause gefordert. Die USA machen klar, dass sie zwar fest an der Seite Israels stehen, aber sie stellen Forderungen und sie kritisieren, dass zu viele Zivilisten leiden in Gaza. Sie fordern eine Feuerpause, um dort humanitäre Güter reinzubringen, um auch über die Geiseln zu verhandeln. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen. In Israel ist man zum Beispiel nicht bereit, zumindest momentan Benzin
reinzulassen nach Gaza. Dort sagt man, in Gaza sagt man, dass man dieses Benzin brauche, um auch Krankenhäuser zu betreiben. Und in Israel sagt man, dass das aber genutzt werde, um eben Kommandozentren und der Hamas zu helfen. Da gibt es Missstimmungen zwischen den USA und Israel und der Druck nimmt durchaus weiter zu Richtung Benjamin Netanyahu. Paul, ganz herzlichen Dank für deine ganz frischen Einschätzungen aus Tel Aviv. CDU-Chef Merz war heute zum wiederholten Male beim Bundeskanzler zu Gast. Bemerkenswert ist, dass zum einen, weil es schon das zweite Treffen innerhalb eines Monats war. 2,5 Stunden diskutierte man über das Thema Migration. So war aus dem Umfeld von Merz zu vernehmen. Das Gespräch war aber nicht abschließend, wurde betont. Die CDU zieht nach dem Treffen eine positive Bilanz. Das Gespräch war sehr gut, die Atmosphäre sachlich und konstruktiv, so heißt es. Unter Druck ist bei dem Thema ohnehin vor allem der Kanzler. Die desaströsen Umfragewerte für die SPD zwingen Scholz endlich zu handeln und die Herkulesaufgabe, irreguläre Migration in den Griff zu bekommen. Aber selbst innerhalb der Ampel liegen die Positionen meilenweit auseinander. Wieder ein Boot mit Flüchtlingen aus Afrika, das es in die EU geschafft hat. Selbst jetzt im November nutzen die Schlepper den Weg übers Meer. Diese Flüchtlinge betreten in Aguinguin auf Gran Canaria spanischen Boden. Möglich, dass jene weiter wollen nach Deutschland, die dort vielleicht bereits Angehörige haben. Wegen solcher Bilder besuchte CDU-Chef Merz erneut Olaf Scholz im Kanzleramt. Die Union will mit dem Kanzler härtere Maßnahmen beschließen, notfalls ohne die mitregierenden Grünen. Denn was die Ampel bislang tue, reiche nicht. Was der Bund sich denkt, dass immer mehr Menschen kommen, er da nicht wirklich was tut und er uns dann noch weniger Geld gibt, den Kommunen, die die Arbeit leisten, immer weniger Geld gibt, das kann so nicht bleiben, das darf so nicht sein. Wenn der Bundeskanzler mit markigen Worten fordert, dass mehr abgeschoben werden muss, dann soll er bitte sich darum kümmern, dass seine Bundesregierung Vereinbarungen schließt mit sicheren Herkunftsländern, dass Menschen auch zurückkehren können, sonst bleiben es markige Worte. Doch das, was die Union vom Kanzler verlangt, stößt bei den Grünen auf erbitterten Widerstand. Sei es eine Obergrenze für Asylsuchende, Transitzonen an der deutschen Grenze oder, jetzt wiederbelebt, die Prüfung auf Asyl bereits in Ländern außerhalb der EU, um Schlepperkriminalität auszutrocknen. Weshalb der Kanzler deshalb immer wieder Oppositionsführer Merz empfängt, dieser aber immer wieder ohne konkrete Erfolge abzieht, lässt den Schluss zu, dass der Kanzler die Grünen unter Druck setzen will. Es ist nichts Unübliches, dass man sich aus einer Koalition heraus Macht von der Opposition borgt, um auf diese Weise einen widerspenstigen Koalitionspartner zur Einsicht oder unter Druck zur Veränderung seiner Position zu bringen. Ende des Monats haben die Grünen ihren Parteitag. Dort entscheiden sie beim Thema Migration, ob sie an der Seite des Kanzlers bleiben. Das wird schwer, denn schon beim letzten Parteitreffen im Sommer kam von der Basis viel Gegenwind. Ja, und sehr interessantes Ergebnis unserer Frage des Tages an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute. Die lautete nämlich, wie würden Sie es bewerten, wenn die Ampelregierung sich auflösen würde, um als große Koalition von SPD und Union auf Bundesebene zu regieren? Das Votum eindeutig. Mehr als jeder Zweite würde das laut unserer Umfrage nicht repräsentativ befürworten. 36% hingegen stehen dem ablehnend gegenüber, 11% sind unentschieden. Die russische Armee hat nach eigenen Angaben 9 ukrainische Drohnen in der Nähe des besetzten Atomkraftwerks Saporischschja abgefangen. Vergangene Nacht sollen außerdem nach ukrainischen Angaben russische Drohnen zivile Ziele in Kharkiv angegriffen haben. Wie der Gouverneur der Region schreibt, waren die Angriffe auf zivile Infrastrukturen in der Nacht im Nordosten der Ukraine gerichtet. Nach dem Beschuss sei ein Feuer ausgebrochen, was aber unter Kontrolle gebracht werden konnte. Mehr als 1 Million Tulpen sollen vor schwer beschädigten ukrainischen Schulen gepflanzt werden. Diese Tulpenzwiebeln sind eine Spende aus den Niederlanden. Grundschüler in Irpin waren die ersten, die die Gartenschaufel in die Hand genommen und 2000 dieser Tulpen vor ihrer Schule gepflanzt haben. Durch das Projekt soll den Kindern Mut gemacht werden. Russische Streitkräfte hatten einen Teil von Irpin im März vergangenen Jahres besetzt und den anderen Stadtteil wochenlang massiv bombardiert. Die Schule wurde von mindestens 20 Granaten und Raketen getroffen. Erbsensuppe mit Würstchen, das ist ja der Klassiker in der Bundeswehrkantine. Und ich erinnere mich. Wird es wahrscheinlich auch weiterhin noch geben. Aber andere Leibspeisen, zum Beispiel wie
Rinderrouladen oder Schnitzel, was sagst du? Schnitzel war immer beliebt. Schnitzel und Pommes. Absolut. Das könnte es aber bald nicht mehr geben. Ja. Also die Pommes vielleicht schon. Ja, die Pommes schon, sind ja vegan übrigens. Ne? Aber ab kommenden Jahr will die Bundeswehr viele Gerichte vom Speiseplan streichen. Als Gründe nennt das Verpflegungsamt der Truppe in einer internen E-Mail steigende Preise und neue Nachhaltigkeitsziele. Also das bedeutet, viele Fleischgerichte, aber auch andere Speisen werden ab dem nächsten Jahr womöglich gar nicht mehr angeboten. Die Zeitenwende erreicht den Soldatenteller. Viele Fleisch- und Obstgerichte sucht man dort bald vergeblich. Hinter den Plänen steckt das Verpflegungsamt der Bundeswehr und das befiehlt, ab 2024 wird gespart und bewusster eingekauft. Im Klartext, das Soldatenessen ist zu teuer und offenbar nicht nachhaltig genug. Zwangsdiät also für die deutsche Bundeswehr. Es droht jedenfalls der kulinarische Ernstfall. Rinderrouladen, Frikadellen und Lammkeulen, all das ist passé. Genauso wie Tiefkühlfisch. Selbst an Vitaminen wird gespart, Wassermelonen, Erdbeeren und Trauben verschwinden aus den Kasernen. Getarnter Tofu statt T-Bone Steak also, wenn da der ein oder andere Soldat mal nicht vom Fleisch fällt. Kleiner Trost, zumindest Rind wird teilweise durch Geflügel und Schweinefleisch ersetzt. Dennoch, die Opposition schlägt Alarm. Sollte sich tatsächlich als zutreffend erweisen, dass nun auch noch am Essen unserer Soldatinnen und Soldaten gespart werden soll, wäre dies ein weiterer Schlag ins Gesicht unserer Truppe. Nicht genug, dass es an Personal und Ausrüstung mangelt. Nun soll offenbar auch noch Schmalhans Küchenchef werden. Nein, auf Diät wird die Truppe nicht gesetzt. Aber ob mit der Umstellung wirklich alle glücklich sind, das bleibt abzuwarten. Die Menschen in Deutschland müssen sich in den kommenden Tagen auf bundesweite Warnstreiks im öffentlichen Dienst einstellen. Betroffen sind dadurch etwa Schulen, Unikliniken, Polizei und Justizverwaltung. Das kündigten die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund nach der zweiten Tarifrunde an. Die Gewerkschaften fordern 10,5% mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr. Mit gewaltiger Wucht ist ja Orkantief Ciaran, das bei uns auch Emir genannt wird, über West- und Südeuropa gezogen, hat große Schäden hinterlassen. Mindestens 13 Menschen kamen dabei ums Leben, darunter auch eine Frau hier in Deutschland. Außerdem wütet jetzt ein folgenschweres Unwetter in Italien. Währenddessen laufen in Frankreich und England die Aufräumarbeiten. Mit Windgeschwindigkeiten bis zu 200 Stundenkilometern und bis zu 20 Meter hohen Wellen peitscht das Orkantief über die britische Küste, wie hier bei Dover. Reißt alles mit sich, was im Weg ist. Der unvorsichtige Fußgänger kommt mit dem Schrecken davon. Das ins Meer gerissene Auto ist zum Glück leer. Zahlreiche Ortschaften sind stundenlang ohne Strom, Straßen blockiert. Nach den britischen Inseln zog das Orkantief Richtung europäisches Festland. An der französischen Küste wie hier, in Boulogne-sur-Mer, in der Normandie ähnliche Bilder wie in Großbritannien. Mehr als 1 Million Menschen sind hier ohne Strom. Tausende müssen in Notunterkünfte. 2 Menschen kommen durch den Sturm ums Leben. Im Norden Spaniens sorgt der Sturm für die höchste Alarmstufe. In der Hauptstadt Madrid stürzt ein mächtiger Baum um und erschlägt eine junge Frau. Südlich von Valencia entfacht der Sturm einen Waldbrand. Hunderte Menschen sind auf der Flucht. Auch im belgischen Gent werden 2 Menschen von Bäumen erschlagen, darunter eine 64-jährige Besucherin aus Deutschland. Ihre Tochter ist schwer verletzt. In den Niederlanden gibt es ebenfalls ein Sturmopfer durch einen umstürzenden Baum. Sämtliche Verkehrswege zu Land, auf dem Wasser und in der Luft sind sicherheitshalber stundenlang gesperrt. Auf seinem weiteren Weg Richtung Osten trifft das Orkantief vor allem höher gelegene Regionen wie den Harz. Auch hier stirbt eine Frau, die von einem umstürzenden Baum getroffen wird, vor den Augen ihrer Familie. In Italien kommt es zu extremen Regenfällen, die vor allem in der Toskana zu Überschwemmungen führen. In mehreren Orten wälzen sich Schlamm- und Wassermassen durch die Straßen. Hier starben mindestens 5 Menschen, die meisten ertranken in den reißenden Fluten. Von Entwarnung ist keine Rede. Das nächste Sturmtief ist bereits im Anmarsch, trifft diesmal jedoch hauptsächlich Frankreich und Nordspanien.